Hallo und herzlich willkommen zu dem Zoo, The Legend of Zelda Ocarina. Pang! Und ich habe jetzt nicht alles Cthulhus gesammelt, was ich sammeln wollte. Weil ich habe nachgeschaut, die letzten zwei sind dann an Stellen, wo ich schon war, aber da hatte ich das noch nicht, was ich brauche. Und die letzten Herzteile kriege ich auch noch. Also ich habe geschaut, wo die sein sollten. Sollte ich eigentlich, wenn es passt, alles so kriegen. Nur die Frage, welcher von euch ist das? Ja, der Flug ist von dir genommen. Da ist das Herzteil. Ich muss einmal junger Link werden. Aber sollte so. Ich habe auf dich gewartet, Michael. Aber zuerst hole ich mir noch die vorletzte Skatulle. Michael, der Auserwählte. Du hast unzählige Gefahr überwunden und die sechs Weisen erweckt. Nun wartet deine größte Aufgabe, deine letzte Zusammentreffen mit Gandalf, dem großen Meister des Bösen. So weit sind wir noch nicht. Wir müssen erst 100%, ne? Bevor du aufgehst, solltest du meine Worte lauschen. Verhöre denn die Legende, die sich gerne über das Treffen erzählen. Nur diese Treifers-Geschichten. Such dir das Treifers, so hör gut zu. Es befindet sich im Heiligen Reich. Dies ist ein Ort, der auf die Wünsche deines Herzens reagiert. Ein schwarzes Herz macht es zum Ort des Übels. Ein reines Herz soll verwandelt es ist in ein Paradies. Das Treffer-Symbol der Macht bringt das Gleichgewicht freier Kräfte, Weisheit, Mut und Kraft. Sind die Kräfte ausgeglichen, im Herzen des Treffer-Trägers hat er die Macht gerecht zu herrschen. Doch ist das Herz nicht im Gleichgewicht, so spaltet sich das Treffer in seine drei Fragmente. Nur ein Fragment bleibt ihm, erst nämlich das mit der Kraft gehört, an die er selbst am meisten glaubt. Will er nun alle Macht erhalten, muss er die anderen Fragmente des Treffers finden. Noch zwei von Schicksal erwählte Träger, je ein Treffers-Element, das Symbol auf ihre Hand drücken. Jetzt müssen wir es leider anschauen, bevor wir wieder klein werden. 7 Jahre sofort fang Gandalf in das Heilige Reich ein, dessen Zugang du in der Zitadelle der Zeit geöffnet hast. Als seine Hände das Treffers berührten, wurde die Legende warm. Als das Treffers in drei Teile zerbrach, gelang es Gandalf lediglich das Treffers-Fragment der Kraft zu erringen. Durch die Macht des Treffers-Teils wurde seine teuflische Kräfte verstärkt. Doch sein Drang, Böses zu tun, ist noch nicht befriedigt. Daher suchte nun die auserwählt wurden, Träger der anderen Treffers-Elemente zu sein. Die Auserwählte mit dem Symbol des Mutes bist du, Michael. Das Symbol der Weisheit trägt der 7. Weise, dessen Wunsch ist, zum Meister allen zu werden.
Und zwar Prinzessin Zelda. Oh Mann, das hätte ich am wenigsten erwartet. Ja, man kennt das Spiel, ja. Ich bin ja selber Besessen von Hyrule. Verzeih, dass ich dich stets in dieser Verkleidung aufgesucht habe. Doch es war nötig, da ich mich vor Ganondorf verstecken musste. Weiter war genau sie, ja, und suchte Ganondorf mit seiner Horde wilder Krieger in den Hyrule-Hang. Ich habe dich gesehen, als ich mit irgendwas zusammen aus dem Schloss floh. Ja. Ziemlich ein bisschen Vergangenheit noch. Ich fühlte, dass du derjenige bist, der die Ocarina haben soll. Ich wusste, dass es unsere beste und einzige Chance war. Keine Sorge, ich hole den Rest noch, den was wir haben hier noch. Solange du die Ocarina in deinen Händen hältst, so dachte ich, wäre es gar noch nicht möglich, das Heilige Reich zu betreten. Etwas, das ich nicht erwartet hätte, es geschehen. Als du das Tor zur Zeit betreten hast, bannte dich das Schwert 7 Jahre in das im Heiligen Reich. Dein Geist ruht im Vakuum der Zeit, das Treffers fiel in Ganondorfs blutige Hände, die Unheil über das Heilige Reich brachten. Ganondorf verlor mehr und mehr seinen menschlichen Antlitz. Er wurde zum Großmeister des Bösen, Toten des Toten, oder was weiß ich. In all den Jahren gelang es mir, mich als Sieg zu tarnen und für mein Schicksal zu entgehen. Ich wartete 7 Jahre. Doch nun endlich bist du zurückgekehrt. Die Herrschaft des Terrors soll jetzt ihr Ende finden. Die Tage des Bösen sind gezählt. Noch nicht ganz, wir haben noch ein bisschen was vor uns. Die 7 Weisen werden neue Siegel schaffen, um Ganondorf für immer in die Tiefe der Hölle zu verbannen. Ist dies vollbracht, werde ich das Tor zum Heiligen Reich auf ewig schließen. Diese Weise wird Ganondorf und mit ihm all Böses für alle Zeit des Herrn verschwinden. Mich hier um dies mit Erfolg zu krönen, musst du mich küssen, bis der Plan vollbracht ist. Nun die Waffe an dich, die Kraft des Bösen mitten ins Herz trifft. Die heiligen Pfeile des Lichts. Ich mach die dümmste Mission am Schluss. Die dümmsten zwei. Natürlich. Du hast ja Lichtpfeil, du siehst sie auf C und sie so verschießen und so weiter und so fort. Oh nein, was passiert? Dieses Beben, was geschieht hier? Das darf nicht sein. Prinzessin Zelda, endlich habe ich dich. Ich bin beeindruckt, dass es dir gelungen ist, mir 7 Jahre lang zu entkommen. Endlich gibst du dich zu erkennen. Ich wusste, dass ich nur den Jungen zu folgen brauchte, um dich zu finden. Mein einziger Fehler war, die Kräfte des Jungen zu unterschätzen. Nein, es war nicht seine Kraft, die ich unterschätzte. Es war die Kräfte des Treifers, Symbols für Mut. Doch mit dem Element, das er besitzt, und den Treifers der Weisheit, das in deinen Händen ruht, schließt sich der Kreis. Drei Elementen werde ich zum Herrscher dieser Welt.
Nie wirst du Zelda retten. Wagst es, mein Schloss zu betreten, vernichte ich auch dich. Ja, ja, das hat eh alles seine Zeit. Ja? Ganondorf. So weit sind wir noch nicht. Da noch ein bisschen, ja? Wir müssen es erst einmal 100% holen. Und dann komme ich zu dir. Ganondorf. Wo ist mal das vorletzte, den vorletzten Skatul da? Dann mache ich mich klein. Hol. Die letzte Skatulle. Plus die letzten Herzteile. Und dann sind wir ja so weit. Ich werde aber das Event jetzt schon triggern. Vor allem brauche ich es nachher nicht machen. So, Michi, hörst du mich? Hier spricht Rau. Wir sechs Weisen sammeln ihr Kraft, um eine Brücke zum Portal vom Ganzen Schloss zu legen. Der Erwartung des Schlosses auch Teufelsturm genannt, wird von sechs Siegeln des Böses blockiert. Durch diese Siegeln dringe in den Turm ein und rette besessen Zelden. Das machen wir halt einfach gleich, dann brauchen wir es schon später nicht anschauen. Die Regenbogenbrücke. Aber das machen wir natürlich jetzt noch nicht. Bisschen was haben wir noch vor uns. Es ist eh nicht mehr so viel, aber es sind halt zwei Missionen, die was wirklich doof sind. So, jetzt werden wir klein. Holen uns jetzt zwei Herzteile. Und dann machen wir die letzten zwei Missionen. Ja, eigentlich sollte ich... Also das Cthulhu ist ja das Kleine. Habe ich schon wieder vergessen. Der Balsam ist auch schon. So, dann werden wir halt wieder mal klein. Haben wir es eh schon länger nicht mehr. So. Es kommen halt noch Kleinigkeiten vor dem Finale. Das Kleinigkeiten. Könnte das theoretisch lassen, ne? Theoretisch könnte ich jetzt sofort Bahndorf gehen. Besiegen, fertig. Aber es wäre dann nicht 100%. Ja. Wäre dann irgendwo langweilig. Aber bis jetzt daher gespielt und dann kurz von Ende aufhören. Es sind halt wirklich nicht mehr so viele Sachen, was fehlen. Es ist nur noch eine Flasche und das Begorenschwert. Und halt die zwei Herzteile plus die eine Skuldulla. Das war's, ich mir jetzt hol. Es ist Gott sei Dank Nacht. Ich brauche jetzt nicht extra Nacht werden lassen. So, das erste Herzteil, was wir brauchen, ist da drinnen. Machen wir natürlich mit unserem Freund den Hund. Hey, wo ist mein Hund?
Man könnte es auch ohne Arbeiterwahrheit machen. Aber ich mache das nicht ohne Arbeiterwahrheit. Sehr dumm. Warte, ist jetzt die ganze Zeit nur rechts? Ist es dein Ernst? Okay, das habe ich noch nie gehabt. Als ob! Das kannst du niemandem erzählen. Was ist das für... Hä? Das habe ich ja noch nie gesehen. Das habe ich wirklich noch nie gesehen, dass die Schlüssel ganz rechts sind. Das habe ich ja noch nie gesehen. Ich dachte nicht einmal, dass es das gibt. Na gut, dumm. Na, hätte ich das gewusst, hätte ich das Frage der Wahrheit nicht ausrüsten brauchen, ne? So. Dann holen wir jetzt die letzte Skatulle. Man sollte nur noch ein Herzteil finden. Fehlen, ne? Das ist richtig. Ja. Genau. Also, für die 100 Skatulle kriegt man nichts mehr. Wollte ich euch nur sagen. Die kriegt man nichts. Eigentlich sollte ich dann alles haben, wenn ich... Also die zwei Sachen, die was mir halt noch fehlen, ne? So, dann noch einmal auf zum Schloss. Die letzte Skatulle holen. Dann die letzten... letzte Herzteil holen. Was am Anfang der Welt ist und dann die letzten zwei Missionen machen. Was ich überhaupt nicht mag, ich hasse diese zwei Missionen über alles, wirklich. Eines leichter als die andere. Alle, was das Spiel zu 100% gespielt haben, wissen, was ich meine. Die Begone-Quest ist schon alleine dumm, finde ich. So. Ich dachte, ich habe mich da abhockt. Ja, ein bisschen so weit weggestanden bin ich, aber es hat ja funktioniert. Ich weiß nicht, hinter welcher Wand. Du bist... Ich weiß nicht, in welcher... Dings der ist. Bin ich da einfach da? Nein, da ist er. So, ich habe jetzt alle 100 Skatulas, das ist das Rot. Wir gehen natürlich hin, dass ihr seht, was man davon kriegt. Natürlich nichts. Dass ihr die Bestätigung habt, dass man nichts kriegt. So, auf zum letzten Herzteil. Ja, hätte ich da dran gedacht, bevor ich jetzt
hin und her gesagt hätte, hätte ich das schon vorher holen können. Wurscht. Es ist egal. Es ist nicht so tragisch. Ja. Also ich dachte jetzt, aha, ich muss dafür ja groß sein, aber das ist ja die Shooting Gallery. Ich bin dumm. So. Da du 100 Skulpture zerstört hast, wird nun endlich der Fluch von mir genommen. Ja, vielen Dank. Hier ist ein Zeichen meiner Dankbarkeit. Bitte nimm es an. Und das kann ich mal Simba holen, wenn ich will. Habe ich jetzt eigentlich mit allem geredet? Ja. Kann man jetzt auf guter Shima 200 Rubine da holen. Und das ist die Entlohnung für 100 Skulpturas. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, ne? Das hat sich gar nicht gelohnt, aber naja. So, das letzte Herstal, das ist da oben auf dem Dodongo-Berg. Ja, ich werde alles schaffen, wahrscheinlich. Ach so, das werde ich auch nicht schaffen. Ah, ist das dumm. Wie mache ich denn das? Vielleicht ein paar einfach länger machen? Und dafür jetzt den Rest machen, der was jetzt noch da ist für 100%? Ja, ich weiß, da fehlt ein Item noch. Für 100%. Das kriegen wir aber erst später. So. Marshmallow nimmt die Inputs nicht. So, und dann müsste das letzte Herstal drinnen sein. Laut Internet. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Lass mich das kurz googeln. Ich dachte, das ist da oben. Ach so. Ich weiß, was ich vergessen habe. Wieso vergesse ich dieses eine Herstal? Das ist. Ist Tag oder ist Nacht? Es ist okay. Es ist dumm. Schon wieder voll vergessen. Ich muss nur wissen.
Ist das das da gleich, die Quote da? Ja. Wie konnte ich diese Kiste vergessen? Wirklich? Die einzige Kiste im ganzen Spiel, was ich vergessen habe. Ich habe extra nochmal nachschauen müssen. So dumm. So, damit haben wir jetzt alle Herzcontainer. So, dann werden wir ein letztes Mal kurz. Reinhauen, aber die brauche ich jetzt. Leute auch. Ja, es ist halt die Frage, was mache ich als erstes? Das ist so doof. Weiß ich, was ich als erstes machen soll. Mache ich zuerst die Irrlichter oder mache ich zuerst die schierigste Mission? Ich weiß es nicht, was am schwersten ist. Auf jeden Fall Pfeil und Bogen. Ja, ich mach zuerst die Irrlichter. Es sind 10 an der Stück. 10 an der Stück. Ja, das. Es sind 10 an der Zahl. 10 an der Stück. Es sind 10 an der Stück. Ich weiß noch nicht, wo ich Deutsch gelernt habe, aber anscheinend nicht in der Schule. Ach man. Eigentlich freut mich das überhaupt nicht, das zu tun. Ich kann ehrlich sagen, die letzten 7 Missionen mag ich nicht machen. So, der erste muss irgendwo da sein. Ich finde. Also einer ist dort, das weiß ich. Das habe ich mal gemerkt. Irgendwo da. Was immer finden. Kommen die nur auf dem Pferd in Nachtschwärme? Da muss ja einer sein, ein Nachtschwärmer. Kommen die nur auf dem Pferd? Ich sag nicht, die kommen nur auf dem Pferd. Das sind meine Nachtschwärmer. Hallo. Kommen die wirklich nur auf dem Pferd? Das ist ja Irrtum. Die kommen erst auf nur auf dem Pferd. Nein, da ist er. Also ich muss mit denen reden. Das ist ein Geist, vernichtet. Diese Flasche aufgeräumt. Eins. Es müsste einer da drüben sein. Geh da noch mal hin.
bist irgendwo da, Sam. Ich weiß es nicht. Eine Art Komplettlösung ist da hinten. Ich weiß nicht, wo der sein soll. Geht jetzt wirklich alles zu Fuß? Ist das mein Ernst? Anscheinend. Soll ich Epona holen? Kann das vom Pferd schießen überhaupt nicht? Ist da vielleicht einer? Hat das geleuchtet? Ich hole Epona, das dauert viel so lang, bis du deppert. Nein. Nein. Ich habe jetzt ernsthaft überlegen, bis wir Epona sleep geht. Ich krieg so viel Werbung. Das kommt jetzt auf dem Pferd vielleicht? Ich weiß, dass da hinten einer ist. Warum kommt da keiner? Verstehe ich nicht. Da müsste irgendwo einer sein. Ich schau einfach rüber. Ich weiß es ja nicht. Wo sind die Nachtschwärmer? Da. Wenn ich da warte, kommt er wieder irgendwann. Mit dem Pferd bist du viel so schnell. Wo ist er? Hallo? Wo ist er jetzt? Ah, da. Da ist er. Hallo. Sind das jetzt die Falschen? Sind das jetzt die Falschen? Weil das sind ihr Lichter. Auch aber die Nacht schwärmer.
Scheiße, ist er nicht. Geh kurz weg. Dann geh wieder zurück. Ich weiß ja nicht. Sind das jetzt die richtigen, was ich abschießen muss oder nicht, die Lichter? Oder gibt es so zwei verschiedene? Keine Ahnung, wirklich. Erst. Ich hatte diese Aufgabe jetzt schon. Wenn man sucht, findet man nichts. Wo sind die? Willst du mich verarschen? Hallo? Alter, ist das dumm? Kann ich nicht in einem Part machen. Die muss ich anscheinend auf Screen sammeln. Total. Aber ich schau mal, ob das überhaupt die richtigen sind. Ja, die schauen aber anders aus. Ich glaube nicht, dass es... Kann man die wirklich nur vom Pferd runter schießen? Das wäre Urscheiße. Bei den falschen, ne? Wie soll ich denn das machen? Ich muss mal durchlesen, ob das nur mit dem Pferd geht. Ja, das sind die richtigen. Was ich habe, sind die falschen. Oh, lecker. Das sind die aber Urscheiße zum Kriegen. Wie soll ich den da in der Ecke da kriegen? Taucht das nochmal auf oder nicht? Da ist er. Ernsthaft. Da ist es ein Scheißdreck. Überleg, ob ich das...
Geht nur mit dem Porno, wie es ausschaut. Das ist dumm. Ja, ich muss schauen, wo die anderen sind. Ja, das muss ich mit Anleitung machen, wie es ausschaut. Ja, da irgendwo ist ein Nachtmahr. Natürlich ist, bist du da. Bist du nicht verarschen? Das ist ja ekelhaft! Ist das ekelhaft? Ja, aber wo sind die anderen? Ist der sie da aufgetaucht? Das ist ja urekelhaft, dass das nur vom Pferd geht. Alter. Und davon muss ich dann noch sieben Stücke, wenn ich jetzt noch einen habe. Ja, der bei der Gerudas ist momentan das Schierste zum Kriegen. Und anscheinend geht das wirklich nur auf dem Pferd. Ich halte das extra zurück. Gibt's einfach auf. Da ich ihn nicht erlaubt. Ist er wieder da oder nicht? Das ist unfair. Das ist wirklich unfair, weil er verschwindet einfach in der Wand. Wie soll ich ihn denn kriegen? Wie soll ich den kriegen? Der ist an einer beschissenen Stelle. Bist du deppert? Da hätte ich lieber die andere Aufgabe gemacht. Also das werde ich... Ich würde überlegen, ob ich das mache, weil wenn ich das nicht mache, mache ich das mit dem Begornschwert hundertprozentig auch nicht. Welche Richtung bist denn du jetzt? Alter, hör auf, da rauf zu fliegen! Das ist unmöglich. Das ist ja dumm. Also wenn ich das nicht mache, mache ich das andere. Das fix auch nicht. Ist urekelhaft. Das ist urekelhaft. Ist da eine Ecke auch vielleicht da noch? Ich gebe dir noch einen letzten Try und wenn er dann... Das ist jetzt der letzte Try, wenn ich den jetzt nicht kriege, dann mache ich das nicht. Das ist ja dumm, Alter. Der sieht die beschissen... Okay, das zählt jetzt ausnahmsweise nicht. Aber nur ausnahmsweise zählt das nicht. Das dauert immer, bis die wieder da auftauchen, ne? Da muss man zuerst weg... Nein, muss man nicht.
also der ekelhafteste von allen Nachtschwärmer bis jetzt. Hey, nur noch 7. Ich freue mich. Das alles wäre eine Flasche. Also hätte ich den jetzt nicht gefangen, hätte ich das sein lassen. Weil das ist ja urekelhaft. Das ist ja urbehindert. So. Kannst mir dann lesen. Ja. Ich muss dann mit dem reden. Gesammelt und erwartet dich. Eine geniale. Ja, ich brauch keine 50. Ja, das sagt er jetzt jedes Mal. Au. So. Ich muss jetzt googeln, wo die Nachtschwärmer sind. Ich mach das. Au. Also, der ist da. So. So. Wo ist der? Bei Norden, bei der Mauer. Da irgendwo. Da hab ich doch recht gehabt, dass da irgendwo einer ist. Ja, aber wo soll das sein? Da irgendwo muss ein Gast sein. Okay.
Da sollte ein Nachtschwärmer sein. Dort komplett los. Oder ist er dahinter? Okay, auf den kommen wir später zurück. Nee, Gruder da, den habe ich. Nein, warte. Der Erhöhung in Richtung Gerudertal. Der Erhöhung in Richtung Gerudertal. Sollen das sein? Da oben oder was? Erhöhung in Richtung Gerudertal. Das ist die einzige Erhöhung, die was da ist. Oder ist das eine Erhöhung in Richtung Gerudertal? Bin ich irgendwo... Hä? Eine Erhöhung Richtung der Rudertal? Ich... Hä? Die einzige Erhöhung Richtung Gerudertal ist direkt bei Gerudertal. Warum kann die Panda da nicht drüber springen? Hä? Das ist so komisch beschrieben, diese Komplettlösung. Erhöhung Richtung Gerudertal. Rechts war ich, da ist er nicht, da in der Mitte war schon. Erhöhung Richtung Gerudertal. Da ist das komisch beschrieben. Wenn der Nachschwärmer auf der, bei der Longlong vom Habe schon. Durch eine andere Erhöhung Richtung Gerudertal. Ich weiß es nicht. Ich weiß es ja nicht. Ist da keiner? Da ist einer. Das ist aber glaube ich nicht die Erhöhung Richtung Gerudertal. Bin mir relativ sicher. Okay. Ist das die Erhöhung Richtung der Gerudertal? Das ist ja recht. Yeah.
Den Stern. Ja, wo? In welche Richtung? Wo? Wo? Gehört habe ich ihn. Gesehen habe ich ihn nicht. Ist das gemein? Irgendwo muss es sein. Gehört habe ich ihn ja. Aber ich weiß nicht, in welche Richtung der. Hä? Warte, ich halte mal ein bisschen weiter weg. Dann habe ich. Was? Nicht um alle Weisen zu draußen. Ups. Erst. So schön langsam, dass ich ihn auch sehen kann. Da ist er. So, das sind jetzt. Warte. Das habe ich abgegeben. Und so, da sind jetzt 6. Und das war ich auch. Verstehe noch nicht, wie das Ganze. Ja, ich weiß, wenn ich 1000 Punkte habe, warten wir eine Belohnung. Ja, ein Nachtbärmer, der was unter Tag unterwegs ist. Ich hasse diese Mission. Und dem Eingangsbahn. So. Noch einmal. Er muss. Genau. Da ist er.
Du musst genau vor mir sein. Diese Nachtschwärme. Du musst genau da sein. Sollte ganz genau da sein. Entweder lügt die Komplettlösung. Der muss da sein. Okay, dann lassen wir den mal aus, wie es ausschaut. Ja, aber in welcher Richtung ist der? Warte, was? Zwischen der Long Farm und dem Eingang zur Kokierwahl befinden sich mitten auf der Ebene einer Mauer. Direkt an der Ecke sind nächste Nachtschwärmer zu finden. Ich stehe genau da. Ist von mir Spiel. Steh ich da? Achso. Na super. Das ist ja urdumm. Muss ich warten, bis er wieder kommt. Wo ist er? Du willst mich verarschen. Bock Pfeiler, was hast du da? Er kommt immer da. Ist das dumm? Musst du stehen und warten? Alter! Ich hasse es ja jetzt schon. Ist das dann ernst? Mit mir spawnt er woanders?
Warte, kann ich auch in die Richtung schauen und dann kommt er? Warte, ich mach das jetzt so ausprobieren. Ich... Ernsthaft? Falle. Die 5 sind aber nicht genug. Ist das dumm, Alter? Warum ist das so präzise, dass man da einfach steht? Ich habe keine Ahnung, wo er jetzt ist. Alter, ist das ekelhaft. Das heißt, ich muss auf den anderen dort auch einfach nur warten, oder was? Muss ich da auch perfekt so stehen, wie ich gerade gestanden bin? Pfeile. Kannst du mich rauflassen, Epona? Danke. Du hast doch gar keine Gummi Pfeile kaufen. Das ist so dumm. Ist noch rausgegangen? Da bin ich nicht. Ja, ich kann es sehen. Ja, sieht gut aus. Kopfballer! Bin ich mega, mega dumm. Wie viel habe ich denn jetzt schon? Eine Nachricht, ist das dumm. Okay, den Nachschwärm nicht einfach hier verkaufen. Was soll ich machen? Diese Nachtschwärmer-Kacke. Also den habe ich, den hole ich mal erst. Also ganz ehrlich, wie soll man da auch kommen? Nie ohne Seife, okay. Also ich stehe jetzt einfach da. So. Und warte. Und irgendwann kommt er.
Keine Ahnung. Auf dem Felsbogen jedes Eingang mit Papierkusch. Ich direkt an den vorderen Rand. Vorderen Rand. Da, da was. Das ist bei mir der vordere Rand. Da, da was. Was ist das für eine scheiß Beschreibung? Einfach da warten oder was? Ist das dumm oder ist das dumm? Wo soll ich da warten? Da kann ich nicht warten. Da kommt ja kein Geist daher. Ey, ist das dumm? Dann krieg ich irgendwie nicht so Nachtschwärmer. Nächste. Nie ohne. Was ist das da? Da gibt's auch was anderes. Ist das das da? Keine Ahnung. Das ist nicht. Südosten. Ist da. Ah, da. Da ist einfach durchhalten oder was? Habe ich gemacht. Und jetzt? Wo ist das das am Durchhalten? Kommt da ja nicht. Willst von mir? Spiel. Ich hätte durch. Aber muss ich da alle Gräser da jetzt? Ja, habe ich ja schon. Hä? Sind das für beschissene Anleitungen? Von verlorenen Wäldern. Ja, den habe ich schon. Den habe ich schon. Den habe ich schon. Den habe ich schon. Erhöhung. Warte, wo steht der? Ich schaue einfach auf der Karte. Es steht laut Karte. Da ist
da ist er laut. Nein. Du willst mich doch verarschen. Und ich muss durch diesen Busch, sonst kommt er nicht raus, oder was? Müssen aber die anderen auch irgendwie stimmen. Ist das dumm, Alter? Ich finde das gerade mega, mega dumm. Erst bin ich raufgekommen. So. Das ist auch schon wieder so, berühre einen Busch, berühre einen random Busch und dann kommt das. Welcher random Busch ist das diesmal? Ist einfach der da. Der Busch. Nein. Es ist so dumm gemacht. Dann ist es der Busch. Hä? Natürlich, es ist natürlich der Busch. Hä? Es ist ja der Busch. Die Büsche und dann kommt er nicht. Er steht legit da in der Komplettlösung rein durch die Büsche. Durch die Büsche. Oder sind das der Aussagenspiel? Ist das bescheuert?
kommt trotzdem nicht. Ich bin jetzt 100 Mal durch diese scheiß Büsche da geritten. Und er kommt einfach nicht. Er kommt einfach nicht. Und es ist auch der richtige Ort. Der geht irgendwie nicht. Den habe ich. Warte. Warte mal, es gibt nur noch zwei. Muss ich rausfinden? Ist das dein Scheiß ernst? Ich muss jetzt rausfinden, welcher von diesen. Das ist nicht dein Scheiß ernst. Oh, ich darf jetzt rausfinden, welcher von den drei Nachtschwärmer es da gibt, oder was? Ja, den auf der Brücke nicht. Den da vorne hat es ja auch nicht gegeben. Irgendwas ist da vollkommen komisch, wirklich. Ja, der ist ja auch nicht da. Versteh es nicht. Wo sind jetzt die letzten zwei? Ich finde die letzten zwei nicht. Ja. Ja, Alter. Du hast bis jetzt 800 Punkte auf deiner Erscheinungskonto. Wartet. Warte, für einen Nachtschwärmer gehe ich 100 und für ein Irrlicht. Muss ein Irrlicht sein. Und ich, es gibt. Ich darf jetzt schauen, was er ist. Ich hab Spaß.
Probier das noch einmal. Okay, da ist einmal keiner, das fällt einmal weg. Das sind die anderen zwei Positionen. Der eine bei Kakohiko. Es ist aber 11 und nicht 10 Nachtschwärmer Spiel. Das hätte man ja dazu schreiben können, ja, bei jedem ist das anders. Das steht nicht dabei. Ich hab keine Ahnung. Reitet südöstlich durch die Wiese, durch die Büsche durch und dann kommt er. Ein Scheiß kommt der. Alter, das war jetzt mehr Zufall, dass ich da jetzt einen gefunden habe. So, einer noch. Kann er überall sein. Ja, wo könnte noch einer sein? Ja, der da drüben war mehr als Glück, wirklich. Ja, ich weiß nicht, wo ich jetzt schauen soll, angeschaut. Da ist, wie gesagt, keine Ahnung. Ja, also ich muss gegen einen Baum rennen. Hätte er sein können, man weiß es ja nicht. Geh eben nah. Ja, wo soll der denn sein? Der war auf jeden Fall ganz woanders. Also den habe ich gar nicht gehabt, dein Wald.
Ich weiß nicht, wo ich noch schauen soll. Ich weiß es nämlich wirklich nicht. Das ist so blöd, diese komplette Lösung. Ja, da könnte ja auch noch einer sein, theoretisch. Oder nicht? Oder kann da keiner sein? Das ist ja nicht. Ich weiß nicht, wo ich noch suchen soll. Ich sag der in den Wald, aber mehr. Ich halte noch mal durch, vielleicht gibt es da noch einen, was ich nicht glaube. Es muss auch irgendwo einen geben, ich weiß noch nicht wo. Ich weiß nicht, wo ich schauen soll. Es fehlt nur noch ein einziger. Zerstör es einfach. Keine Ahnung, ich fasse es ja selber nicht. Bleib noch am Busch. Ja, da ist. Da ist keiner. Ja, wo soll er denn sein? Oder gibt's da eine Ecke vielleicht? Insgesamt zwar. Schaut nicht so aus. Ich weiß nicht, wo ich noch schauen soll. Scheiße, Ball. Also ich kann... Warte, ich habe ihn gehört. Wo ist er? Auf jeden Fall gleich weg, also wir schauen, wo er genau ist. Kann ich einfach so stehen und dann kommt er. Das ist der einzige Platz, wo ich halt nicht geschaut habe, ne? Ich sag mal Ernst.
Ja, da ist der Teleportier sicher gleich weg. Was soll ich denn treffen, Alter? Verarsch mich halt. Arme Pferde, Alter. Alter, du willst mich verarschen, ne? Das Blöde ist der Dach nur, wenn man da steht. Kann nichts machen. Treff ihn nicht! Für das 2 Stunden Aufnahme, so weitergeht. Ja, das ist das Problem. Ich treffe ihn nicht. Tut mir furchtbar leid, dass ich nur noch mal den Corner treffe. Endlich! Es ist vorbei. Oh. Hey!
Böse. Ich hasse ihn. Du willst mich verarschen. Dich. Ich hasse es, ich hasse es. Alter, ist das ekelhaft. Das ist 2 Stunden. 2 Stunden nur. Ekelhaft. Einfach ekelhaft. Kannst auch nichts anderes dazu sagen. Ich mach das andere aber heute nicht mehr. Kann ich nicht einfach mit irgendwas anderem schießen? Ich hätte einfach runterhüpfen sollen. Dann hätte ich den Part einfach beenden können. Oh, und im nächsten Part kommt nochmal so was Dummes. Was genauso lang dauert. Boah, kann ich nicht einfach das Finale machen? Und dann endet gut alles gut. Kann mir das Spiel nicht einfach den anderen geben. Der andere Irrlicht, das was nicht an der beschissensten Stelle überhaupt ist. Ja, hallo Epona. Sag nicht, das ist jetzt nicht mehr da. Sag nicht, das ändert. Sag nicht, ein Ehrlich kann seine Position ändern. Sag nicht, dass es Ehrlich seine Position geändert hat. Weil sonst mache ich im nächsten Part keine 100%. Ja, ich habe ihn gehört. Was ist wo er ist? Fick dich. Vielleicht fällt er so rüber, dass ich gleich runterspringen kann. Du willst mich verarschen, ich treffe ihn nicht. Wie soll ich den treffen? Denn diese Epona!
Wie soll ich ihn treffen? Aber ich treffe nur Epona. Das arme Pferd ist schon ganz durchlöchert. Ich ins Knie jetzt endlich einmal. Verarsch mich nicht! Ich treffe nicht. Und das nur durch Epona. Ich treffe es nicht. Das Schlimmste daran ist, er spawnt genau vor Eponas Kopf. Ich weiß nicht, was ich dazu machen. Ich weiß nicht, was ich dagegen machen kann, dass dann nicht, dass er nicht die Epona abschießt. Der Part ist eh schon viel zu lange. Ich werde jetzt das Offscreen probieren. Ich würde sagen, ich hoffe, euch hat der Part wenigstens irgendwie gefallen. Gut, bis zum nächsten Mal, bis bald und ciao.